Bin ich mal sehr gespannt, was der. Achso, besonderes Angebot sollte er haben. Dum, 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 dum. Willkommen zurück. Oh ja, ich bräuchte mal Gegenstände. Ach, muss ich wieder. Ach, die macht die Tür immer wieder zu. Das ist natürlich ärgerlich. Oder kann man hier auf den Kühlschrank drücken? Öffnen den Kühlschrank? Nee. Wie macht denn das auf? Klickt denn der? Es geht einfach für ihn auf, wenn er dran ist. Das ist halt komisch. Wie gesagt, nur bewaffnete Gesellschaft ist gute Gesellschaft. Okay. So, jetzt, der soll angeblich hier was haben. Ein Infiltrator und ein Scharfschützengewehr für 7400. Das ist ja toll. Der falsche Burner? Okay, der andere hat. Muss ich trotzdem mal kurz seine Waffenauswahl hier durchgucken, ob da noch was. Warum haben die hier alle so viel World 3 Overworlds? Ich weiß, dass hier irgendwo World 3 ist, aber. Ach, ich glaube, ich weiß, World 3, da hängen doch die komischen Banditen drin, hat doch die 1K drüber gejammert. So, also hat er das? Sie spielen den Schuldeneintreiber für die Garretts, was? Sexbot? Haben Sie einen Maschinenfetisch oder sowas? Naja, das bestimmte Kunden. Tja, der einzige Ort in der Nähe, der mir einfallen würde, wäre Cerulean Robotics. Aber der ist schon seit Jahren von Ungeziefer überrannt. Wenn Sie mal vorbeischauen wollen, dann gehen Sie zur Westseite von Freeside. Der Eingang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Aber passen Sie auf Schläger auf. Die Ratten da sind nicht das einzige Ungeziefer, um das man sich Sorgen machen muss. Okay, braucht ihr was? Ich kenne zwar keines, aber wenn Sie mir ein paar Tage und einige Kronkorken geben, könnte ich sowas wahrscheinlich auf meinem Terminal herstellen. Okay, ist mein... Ach man, ich kann wieder nicht... Was? Verdammt. Was? Was? Wieso kann ich mit Sprache 1000 Kronkorken machen, aber ich kann ihm noch einfach 150 geben? Warte mal. Warte. Kommen Sie. Ich meine, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Da ziehen wir jetzt schnell kurz das Negligé an oder die... Warte mal, wo ist sie denn? Oder wir sitzen einfach mal das neckische Nachtgewand. Es bringt ja nichts. Ich brauche einen Charm brauchen wir und... Was? Ja, nimm das Charmeur-Outfit. Ich habe ja leider kein Charmeur-Outfit. Ich habe ja leider nur einen Wanderhändlerhut. Aber der sollte ja reichen. Da sehe ich nicht hübsch aus mit Negligé und Dings. So. Zuhälterei ist nicht leicht. Ah, Sexport. Was? Jetzt sind es auf einmal 100? Dann meistens ist es mit 100 viel Mühe. Ja, gut. Falschen bringt jetzt auch nicht so viel. Ach so, das muss ich jetzt noch nicht kaufen. Vielleicht finde ich ja noch eins. Schauen Sie einfach mal wieder vorbei, wenn Sie sowas... Na gut, okay, gut. Also ich kann es auch finden, höre ich da jetzt irgendwie sanft raus. Dann kann ich wieder meine lustige... Wo ist denn jetzt hier mein Barett der ersten Aufklärung? So, dann muss ich jetzt noch zu Orus. Der war ja am anderen Ausgang, also der rechts hier. Nee, mit dir rede ich nicht mehr. Verdammter Drogenhändler. Ja, das Söldner Charmeur-Outfit sollte ich mir vielleicht nochmal besorgen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Also es gibt's ja, das heißt ja irgendwie so. Hier vorne war keine Tür, ne? Ne, leider nicht. Verdammt! Dann muss ich wohl noch ein paar Meter laufen. Oh Mann. Hör ich hier Ratten? Achso. Ob mir irgendwelche Leute böse sind, wenn ich hier mal eben die Ratte erschieße? Sieht ganz schön groß aus. Hallo? So. Oha, ich glaube, ich würde nicht treffen. Hallo. Das ist übrigens auch ein... Was? Wer redet denn hier mit mir? Du? Heute Abend gibt es Ratte. Ach so, er jagt die Ratte. Na gut, dann helfen wir ihnen mal kurz. Ach man, welche Munitionsverschwendung. Yay, so. Kann das Kind jetzt irgendwas damit anfangen? Danke, nö. Mister. Okay. Der freut sich. Schön, dass ich ihn die Ratte erschossen habe. Vor allem mit einer Energiewaffe muss er da nicht mal irgendwie Kugeln rausklauen, sondern ist nur ein bisschen Fleisch verbrannt. Möchte man meinen. So, da ist auch der gute Orus. Hallo, Orus. Wenn Sie Freeside durchqueren wollen, wird niemand Sie sicherer begleiten können als ich. Ja, was kostet mich denn? Fragen wir es mal. Schauen Sie sich mal um. Bei den Leuten hier weiß man nie, ob sie einen freundlich grüßen oder ermorden wollen. Aber ich bin ja bei Ihnen. Ja, da ist natürlich was Wahres dran. Wie viel kostet denn der Dienst? Für 200 Kronkorken halte ich meine wachsamen Augen auf dem Weg zum Südtor auf. Alles klar, bin ich... Okay, ich stelle sie an. Gesagt, getan. Im Vorfeld will ich ein paar Sachen klarstellen. Ich kann Ihre Sicherheit nur gewährleisten, wenn Sie meine Anweisungen genau befolgen. Alles klar. Wir gehen die ganze Hauptstraße entlang, ohne Umwege. Wenn Sie spazieren gehen wollen, suche ich mir einen anderen Kunden. Ich lege ein zügiges Tempo vor, also bleiben Sie dran. So, Abmarsch.
Der ist ja freundlich. Boah, der rennt hier einfach los. Oh, so ein verdächtiges Achten. Jetzt bin ich ja auch mal gespannt, ob ich gleich überfallen werde oder ob da was Tolles noch kommt. Dass er irgendwie hier nicht rumreisen will, ist natürlich auch. Links ist das Old Mormon vor. Wenn man vermöbelt wird, dann flicken einen die Anhänger dort wieder zusammen. Nicht, dass ich das je bräuchte. Ah ja, okay, das ist ja selbstbewusst der Mann. Vor unserem nächsten Block hängen die Kings rum. Keine Sorge. Wenn sie einem nicht gerade 5:1 überlegen sind, hat man. Okay. Lol, du bezahlst und er gibt dir Befehle, lol. Ah, ein Lol zu viel. Ja, lol, Roffel. Oh, da ist er wieder. Lauf los, Junge. Als ob ich mich nicht selber verteidigen könnte. Hier rechts ist der spaßige Teil der Stadt. Sie haben Freeside nicht wirklich gesehen, bis sie im Wrangler waren. Aha. Gut, da gibt also noch ein paar, lustige Tipps, wo es von A nach B geht. Oh, das Typ sieht natürlich irgendwie sehr schön aus, aber... Naja, da müssen wir einfach rauf. Was jetzt? Er wartet aber. Hey, machen Sie mal langsamer. Mir gefallen diese Kerle da vorne nicht. Wir nehmen einen anderen Weg. Aha. Okay. Ich zieh schon mal die Waffe. Nur so für den Fall. Die kommen doch gleich sicherlich nach. Das kenne ich doch. Der will mich da abziehen, der Typ. Ja, das wird hier richtig schön düster. Ja. Na, ich rechne mit einer Falle. Oder er inszeniert das immer. Oh, du hast eine Waffe raus. Ich kann doch nicht jedes Mal aufs Neue irgendwelche Leute erschießen. Hab ich euch. Hat wohl gedacht, ihr könnt uns überfallen, was? Ah. Kein Problem. Wenn sie einen dieser anderen Deppen angeheuert hätten, dann würden sie jetzt bis zum Hals in Abschaum stecken. Ah ja, hey, sie haben nur 3 Kunden und das sind 4 Typen. Mach ich das jetzt, dann wird er sicherlich beleidigt. Sie haben das bemerkt, was? Ich habe extra genau auf die Weichteile gezielt, um auch den Kerl dahinter zu treffen. Cool. Ja, warum bist du denn vorgelaufen? Sie ist eine Vorahnung. Wenn man diesen Job lange genug macht, dann lernt man seinen Instinkten zu vertrauen. Dein Misstrauen ist noch dasselbe wie in Skyrim. In der postapokalyptischen Welt kein Misstrauen, oder was? Der kurze Moment, dass er hier noch am Leben ist und sich totstellt. Interessant. Ja, paranoid, also sag mal so, ich bin lieber misstrauisch und sterbe nicht, als, naja, ihm nicht misstrauisch zu sein. Ja gut, kein Wunder, wenn er hier jedes Mal einen Überfall inszeniert. Ich meine, das muss er wahrscheinlich 100 Kronkorken abgeben, aber wenn er dann halt mal neue Aufträge kriegt, Aufträge. Vor allem hat er das Kings auch gar nicht erwähnt, ne? Das war so ziemlich der einzige Ort, den er nicht angesprochen hat. Was? Wir waren in falsche Richtung. Was? Ich bin vollkommen richtig. Da vorne sind doch die Kings. Ist alles gut. Ach komm, ich soll zum King zurück und die Besichtigung erstatten. Ist alles gut? Bin auf jeden Fall auf Kurs. Du musst noch die Tube enden. Was? Nein! Aber das Missionsziel heißt doch... Verdammt. Schon mal was von Intimsphäre gehört, Junge? Nö, absolut nicht. Wo ist denn jetzt hier? Da muss ich... Muss die Tour beenden, das ist ja nervig. Ach Mann. Lauf! Ah ja, also wie das Licht. Ich hätte vielleicht mal Anti-Al. Oh. Ich glaube, er ist jetzt sauer, weil ich ihn. Was? Stören Sie mich jetzt nicht. Ich muss zurück und nachsehen, ob Kunden auf mich warten. Okay, gedammt. Die Tour hoffentlich bald beendet. Oder habe ich noch einen Quicksave? Schnellspeichern, automatisch 16 Uhr irgendwas. Achso. Achso, das war ja gerade, wo ich die Tür durch die Tür bin. Steht doch leider keine Uhrzeit. Verdammt. Na gut. Na gut, dann rennen wir nochmal kurz zum Südtor und gucken nochmal, ob ich irgendwas Verdächtiges gesehen habe. Es sieht doch irgendwie sehr viel schöner aus hier in der Nacht, muss ich sagen. Die Geschreie im Hintergrund sind vielleicht ein bisschen störend, aber ansonsten ist das hier ein sehr schöner Ort. So, stehen die Typen da hinten mittlerweile wieder? Okay, gut. Das mit dem verdächtigen Verhalten habe ich anscheinend gerade verpasst. Dann geh halt zum King, schreibt er. Na, super. Ja, da hat er einfach mal 3 Platzpatronen abgefeuert und die Typen sind auch weg. Na, das ist ja interessant. Hochinteressant sozusagen. Ich denke mal, diese Gasse hier existiert nur, damit diese Mission gemacht werden kann. Weil die ist ja, die hat ja wirklich sonst gar nichts zu bieten. Sag mal, höre ich hier eigentlich die ganze Zeit einen Fliegeralarm darunter oder was ist das für ein Geräusch? Also, ganz leise meine ich so, leicht im Hintergrund.
Bin ich also einmal umsonst im Kreis gelaufen. Ach, Wattriff liegt. Wie schön, wie schön. Ja, echt, die Trümmer sind im Dunkeln viel schöner. Wirklich, da muss man die nicht so sehen. Und mit der Beleuchtung alles, guck mal. Guck dir das mal an. Wunderherrlich sieht das aus. Ich find's schön. Verkörperung des Kings. Ja, drehen wir mal die Meme. Hä? King? Pennt er jetzt oder was? Hey. Was? Ja, das ist ein normaler King, aber ich möchte gerne mit der King sprechen. Bedient der Kings? Verdammt, ist der wo oben sein Schlafzimmer? Da muss ich ihn leider bei der Rumhurerei mal kurz unterbrechen. All die, weil ich da wichtige Dinge mit ihm zu bereden habe. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Hier war die Trappe. Wunderschön. Dum, 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 dum. Hä? Wo hat der denn der Kuh geschlaft? Bis später. Bis später. Ja, wunderschön. Wir müssen, glaube ich, noch eine Treppe hoch. Mal. Mein Orientierungssinn ist so legendär schlecht. Also, wenn wieder Krieg ist, dürfen sie nur in der Nacht bombardieren, damit es schöner ist. Ja. Genau das. Wer ist er denn? Ich Ach, Pacer. Sie im Auge. Wenn sie ja. versuchen, die Kings aufs Kreuz zu legen, werden sie es bereuen. Ja, toll. Hallo, King. Was haben Sie für mich? Ach, naja, Aha, so kommt das also. In Ordnung. Ich sorge dafür, dass ein paar meiner Jungs ihn schnappen, wenn gerade keiner hinguckt. Sie haben mir schon was gezeigt. Vielleicht können Sie mir also mit einer etwas wichtigeren Sache helfen. Eine Menge Leute, die schon eine Weile hier sind, nervt die schiere Zahl an Menschen, die in die Gegend gekommen sind, seit der Strip gebaut wurde. Das ist auch schon länger her. Die Neuankömmlinge, die meist aus der RNK kommen, sind ziemlich gereizt, weil man sie nicht mag. Gelegentlich wird es dann auch gewalttätig. Um so eine Gelegenheit geht es. Vor kurzem sind ein paar meiner Freunde angegriffen worden und ich möchte, dass sie herausfinden, wer es war. Sie sollen gerade im Old Mormon Fort nördlich von hier aufgewacht sein. Gehen Sie mal rüber und hören Sie nach, ob Sie sich an etwas erinnern. Ja, das ist ja recht, hört sich recht einfach an. Ich sehe mir das an, wenn ich dazu komme. Ich mache mich sofort auf. Gut. Ich mag diesen Enthusiasmus. Kommen Sie wieder, sobald Sie etwas haben, das wir benutzen können. Benutzen? Ja, dieser Hund. Ganz schön kleines Hirn hat er. Und Sie? Den ganzen Tag mache ich nichts anderes, als Magazine zu lesen. Sie wären überrascht, was man da so alles lernen kann. Der Hammer. Der hat übrigens gelbe Haare. Also nicht mal blonde, sondern richtig gelbe Haare. Hey! Hey! Ich glaube, die mögen das nicht, wenn ich hier umher renne, habe ich das Gefühl. Kann ich die Knifte eigentlich nochmal nach? Oder? Nee, die hat 24 Schuss. Mir war... Nein! Falsch! Ach, meine Orientierung ist wirklich unter aller Sau. Mir fällt übrigens gerade so ein, wenn ich jetzt wirklich auf den Swip hier ein bisschen ordentlich zocken will, dann müsste ich ja eigentlich vorher ein bisschen die Legion überfallen, weil die haben ja immer diese Denarius dabei. Und die kann man ja einzeln umtauschen, weil bis jetzt bin ich die ja nirgendwo anders nur losgeworden bis jetzt. Die sind zwar alle zu faul, was in Chat zu schreiben, die faulen Schweine. Ach, warum denn? Wo muss ich... Ach ja, da. Nee, da lang. Andere Richtung, da lang. Ach ja, wie er keine Orientierung hat. Manchmal ist es echt ein bisschen mies, muss ich sagen. Wie ich partout nicht von A nach B komme, weil ich einfach zu doof dafür bin. Oh, verdammt. Na. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Die kannst du auch normal verkaufen, Björn. Ich kann nicht, mir noch nicht so aufgefallen. Ich dachte, die Legion macht sich nicht so beliebt und deswegen möchten die alle nicht haben, die Denarius und Vexarius und wie auch immer die Dinger heißen. Ich meine, das ist... Kann ich hier eigentlich umsonst schlafen? Weil langsam war sicher, wird die ganze Schlafensfrage nicht unbedingt akut, aber wäre schon mal ganz interessant zu wissen. So. Wir müssen uns um so viele Flüchtlinge kümmern. Ja, sowas kommt vor. Wunderschön. Oh, sind die das hier? Oder sind das nur Spieler? Roy! Was ist denn? Sehen Sie nicht, dass ich und meine Begleitung allein sein wollen? Der King hat mich gewesen, wirklich nicht, ja. Yep. Die Docs meinten, dass er wohl noch eine Weile flach liegt. Wenn es nicht sogar noch schlimmer mit ihm wird. Ah ja, soll ich genauer angucken. Oh, das ist natürlich was anderes. Wie kann ich helfen? Ich tue alles, um es diesen Schweinen heimzuzahlen. Die Stimme passt absolut nicht zum Gesicht, weil man gucke sich den mal an in seiner Schwärze, der ist total alt. Was, ja, sag mal was über die Angriffe. Nun, das geschah bei Nacht. Um 11 rum. Wir hatten gerade mit etwas Altmetall ein paar Kronkorken verdient und wollten sie sinnvoll investieren. Als wir aus dem Wrangler kamen, sind wir wohl falsch abgebogen und auf der Landbesetzerseite der Stadt gelandet. Aus dem Nichts tauchten diese riesen Kerle auf und brüllten uns ein paar Fragen entgegen. Wollten wissen, ob wir Einheimische wären. Der Junge da ist so stolz drauf, ein Einheimischer zu sein, wie man es nur sein kann. Also hat er zurückgebrüllt und plötzlich war die Hölle los.
Leider hat der Knabe wohl auch am meisten eingesteckt. Tja, ist hier nochmal im Takt über die Leute. Das waren große Kerle. Auch noch ziemlich jung. Keine alten Säcke wie ich. Zum Teufel, die sahen ja nicht mal halb so alt aus wie ich. Ach, den Schläger. Großteil der Zeit hatte ich mein Gesicht im Dreck und habe um mein Leben gebetet, als es passierte. Aber einen kurzen Blick habe ich riskiert. Was? Ich muss wieder los? Das ist ja schön. Hoffentlich finden Sie die Schweine, die das waren. Wenn Sie wollen, fragen Sie doch mal meinen Kumpel Wayne da drüben. Er hat mehr gesehen als ich. Wayne, okay, ist mir... Ist in Ordnung, Wayne. Der King schickt sie. Ah ja. Ach so, da ist Wayne. Na, hallo, Ferris. Die kann ich nichts machen, aber mit Wayne. Stimmt das? Schickt sie wirklich der King? Och, ja, warum würde ich denn... Hat das... ja, genau das. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen kann. Es war eine Gruppe Leute, besser angezogen als die meisten Freesider, schätze ich. Hilft das? Naja, verheimlich mir doch nichts. Was? Nein, ich dachte, sie wären hier, um zu helfen und jetzt machen sie Anschuldigungen. Naja, also... Hey, Moment. Nein! Mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, ich habe gehört, wie einer den anderen beim Namen gerufen hat. Wir waren kurz vor dem Aus, da sagte einer von ihnen, hey Lou, wir müssen gehen. Ich glaube, er sagte Lou, könnte aber auch was anderes gewesen sein. Wenn ich genauer nachdenke, sagte er Lou irgendwas, was mit T, Tennant. So nannte er ihn, Lou Tennant. Lieutenant. Lieutenant gesagt, Wayne. Der Junge meint es gut, ist aber manchmal dümmer als ein Mutant. Ja, Mutanten kommt drauf an. Ich habe mich gerade gewundert, was ist da für ein rotes Leuchten ist hier so aus dem Bildschirmecke. Bin sehr verwirrt. So, sie war anscheinend noch nicht da. Nun gut, ich hätte ja eigentlich groß Lust, zu der Roboterfabrik zu fahren, einfach nur um zu gucken, ob ich da noch was anderes Lustiges finde. Ach, dieses ewige Rumlaufen, aber Schnellreisen möchte ich ja auch nicht, weil das kostet ja... Ich meine, das Laufen, das kostet vielleicht 20 Ingame-Minuten, aber wenn ich Schnellreise mache, dauert das mindestens... Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen. Ja, genau. Wenn ich Ingame-Reise mache, dauert das ja mindestens eine Stunde. Na gut, wieder hoch zum King. Ach, siehst du, das ja sogar eine Gitarre, ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Mann. Und rein. Mach doch. Ah, nee, Schnellreisen ist... Wenn ich irgendwie nach Good Springs oder so noch müsste, dann würde ich sofort Schnellreisen, weil da ist ja eine ewig lange Strecke, da hätte ich ja überhaupt keine Lust drauf. Aber so, die paar Meter hier. In der Stadt kann man ja schnell laufen, aber hier die Treppe. Alter, die Treppe. Ah, ich bin ja so glücklich. Oh, Mann. Wo ging's denn? Ja, nicht hier. Links ging doch... Oh, Mann, ey. Das ist, meine Orientierung in diesem Gebäude ist irgendwie sehr überschaubar. Hä? Noch mehr Groupies? Der King ist genau das, was sein Name verspricht. Und noch ein bisschen mehr. Oha. Die eine hatte auch nur einen Standardtext. In Ordnung. Bis später. Was? Sagt er zum Hund oder was? Haben Sie noch etwas herausgefunden? Oder wollten Sie nur plaudern? Nee, ich habe was herausgefunden. Ich bin eher ein Kasoldaten. Ein Haufen Soldaten, was? Sie kommen meist nicht in die Gegend, da ihre dicke Basis auf der anderen Seite des Strips liegt. Wenn Sie jetzt hierher kommen, dann hat es einen Grund. Ich gebe sonst nichts auf die Gerüchte, dass sie Vegas übernehmen wollen, aber jetzt, wenn was Großes passiert, dann gibt es sicher Gerüchte. Fragen Sie mal herum, insbesondere in den Gebieten der Landbesetzer, wo die RNK herumhängt. Sie könnten auch zum Mormonfort latschen und mit Julie Farkas reden. Die Anhänger kennen sich meist ganz gut mit solchen Sachen aus. Fragen Sie sie nur nicht, was man tun kann. Sie wird Ihnen wahrscheinlich nur raten, irgendetwas oder irgendjemanden fest in den Arm zu nehmen. Ah, das ist ja schön. Was er hier auch für ein komisches, herzchenförmiges Bett hat. Oh, guck mal, darauf darf ich schlafen. Das ist ja schön. Ja, das bietet sich doch an. Dann schlafen wir doch eben bis zum nächsten Morgen. Ich meine, es ist schon um 11. Da kann man auch mal eine Runde schlafen. 12 Stunden. Sollte ich auch mal tun. Na gut, ich glaube, ich stehe um 6 auf. Denn es ist trotzdem immer noch 7 Stunden Schlaf. Das reicht ja. So, zack. Schön, dass ich in diesem Bett vom King schlafen darf. Das ist, finde ich, echt sozial von ihm, dass er mir sowas erlaubt. Oh, jetzt habe ich ja... Jetzt kommen die ja nicht mit. Ach, ist ärgerlich. Hey! Ja, wir haben die auch nur einen Standardtext drauf. Immer hey! Warte, jetzt da lang. Ach, Mann. Oder Frau. Oder wie auch immer. Ich verirre mich immer. Das ist so traurig. Nein, ich bin... Was? Ich muss kurz mal was nachprüfen. Mit ihren DGG hat sie wirklich nichts anderes. Ah ja, okay, na gut. Ich sehe da nichts dergleichen. Irgendjemand hat hier nämlich gerade im Chat gespammt und hat eine Behauptung aufgestellt, die ich gerade nachgucken wollte. Aber dem war nicht so. Wie sieht's aus?
Ja, sieht super aus. Die Lage ist mehr als rosig, bombig und granatenstark. Was haben wir hier noch? Ach, den Whisky darf ich natürlich wieder nicht mitnehmen. Ah, Grimpf.